Es scheint ein neuer Trend bei Musikern zu sein, wo man seine Musik aufnimmt. Nicht mehr im Studio, sondern irgendwo daheim. Gestern war Rick Astley hier, der hat alle Instrumente selber gespielt in der Garage. Mhm. Und heute? Heute haben wir einen Gast, der macht das einfach in seiner Wohnung, aber sehr rücksichtsvoll und hat nämlich gesagt, also das Schlagzeug lasse ich lieber mal weg, die Nachbarn werden es mir danken. Gizmo Varillas heißt er. Er hat sein zweites Album gerade eben rausgebracht, ist im Moment auch auf Tour damit, kommt aus Polen, muss heute Abend noch in England auftreten. Dazwischen macht er Station bei uns. Gizmo Varillas. Ob in Marrakesch oder Barcelona, die Ideen für seine Songs holt er sich in aller Welt. Gizmo Varillas wächst auf in Spanien und England. Erst will er Dokumentarfilmer werden, doch die Liebe zur Musik ist größer. Gerade ist sein zweites Album erschienen, Dreaming of Better Days. Darauf auch nachdenkliche Songs wie Losing You über das Disco-Attentat in Orlando 2016. Gizmo Varillas ist ein politischer Songwriter. Yoko Ono persönlich gibt ihm die Genehmigung, ein John Lennon-Zitat für seinen Song No War zu verwenden. Vielleicht liegt es an seinem Wohnort London mit eher grauem Wetter, dass Gizmo Varillas nachdenkliche Songs schreibt, die aber klingen wie Sommer. Und jetzt sagen wir guten Morgen, Gizmo Varillas. Hey, guten Morgen. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du da bist. Ja, das scheint so dein Markenzeichen zu sein. Sommerhits, die beim genauen Hinhören dann irgendwie eine Botschaft verbreiten. Ist das so? Yeah, that's true. I mean, ja, das stimmt. Ich mache gerne positive Musik, aber gleichzeitig sollen die etwas tiefgehend sein. Natürlich, wenn man die Musik zum ersten Mal hört, dann soll die positiv klingen, positiv, aber die muss auch eine Bedeutung haben. Und am Schluss denkt man dann, ah, Hoffnung, die gibt's auch noch, das gefällt mir. Wir haben gerade auch schon gesehen, du bist viel unterwegs, sammelst deine Instrumente auch unterwegs und lebst so ein bisschen zwischen Spanien und England. Wo fühlst du dich mehr zu Hause? Eigentlich in beiden Ländern. Ich bin ja immer unterwegs zwischen den beiden Ländern. Im Sommer bin ich gerne in Spanien, dann sehe ich die Familie und entspanne mich ein bisschen. Aber London finde ich auch gut, weil das so eine multikulturelle Stadt ist. Die inspiriert mich sehr. Also die ganzen Kulturen, die da leben. Ich bin jetzt seit 8 Jahren da und da ist so viel passiert. Und das ist so mein zweites Zuhause. Und Köln und Deutschland im Allgemeinen, da bin ich auch so oft schon gewesen. Finde ich ganz große Klasse. Ich habe auch so oft hier gespielt. Ich bin hier, glaube ich, häufiger als in Spanien. Das ist auch ein Zuhause für mich. Ich glaube, die ganze Welt ist mein Zuhause. Dritter Stützpunkt Köln. Haben ja, wir Köln, das deutsche London. Wer kennt es nicht? Ja. Wie ist das? Hast du irgendwie die Befürchtung, dass sich das ändert in London durch den Brexit? London basiert ja auf Immigration. Wenn man die wegnimmt, dann ist die Stadt nicht mehr die, die sie mal war. Das würde nicht funktionieren. Natürlich würde sich das irgendwie auswirken, klar. Besonders was das Reisen angeht und andere Dinge. Kommt natürlich darauf an, wie heftig der Brexit wird. Ne? Aber bei mir ist das so, dass ich mich da nicht so sorge, wie mich das betreffen wird. Ich werde immer das machen, was ich mache. Und ich glaube, ich bin schon so lange da, ich kriege da kein Problem. Wir würden dich in Köln aufnehmen, auch wenn es sein muss. Ja, das wäre schön. Vielleicht ziehe ich ja nach Köln. Das ist noch schöner. Du hast dein zweites Album jetzt rausgebracht und hast unter anderem Unterstützung von Yoko Ono bekommen. Du durftest ein John Lennon-Zitat benutzen. Jetzt weiß man ja, bei ihr klingelt man nicht an der Tür und sagt, hallo, darf ich das machen? Wie bist du an sie rangekommen? Wie kam der Kontakt? Das ist alles übers Management gelaufen und mein Management hat sich mit ihrem Rechtsanwalt in Verbindung gesetzt. Und das ist ziemlich komplex und kompliziert. Das hört sich ganz einfach an, dass ich gesagt habe, Yoko Ono. Sie hat sich das angehört und es hat ihr gefallen und das ist aber eigentlich ungewöhnlich. Normalerweise macht sie das nicht so gerne, dass dann Sachen von John Lennon oder ihr verwendet werden in anderen Stücken. Das ist was sehr Persönliches für sie. Aber die Message dahinter ist auch super und hat auch das viel mit John Lennon zu tun. Es war ein Riesenprivileg und eine Ehre für mich, dass ich das so einbauen durfte.
Wir haben schon gesagt, du hast das erste Album und auch das zweite bei dir in der Wohnung aufgenommen und eingespielt. Yeah, beim ersten yeah. Mal mit Rücksicht auf die Nachbarn ohne Schlagzeug. Wie war es diesmal? Well, it's still the same. It's still es ist genauso. Immer noch schwierig wegen der Nachbarn. Mein erstes Album habe ich in meiner Wohnung aufgenommen, als ich gerade nach London gezogen war. Und dann bin ich umgezogen und jetzt habe ich mein zweites Album aufgenommen. Ich bin wieder umgezogen und jetzt kommt die dritte Wohnung dran. Sieht so aus, als würde ich in jeder Wohnung ein neues Album gestalten. Aber das Problem ist immer dasselbe. London ist ja sehr teuer, besonders als Künstler, der gerade erst anfängt. Da muss man also genau sehen, wie man seine Ressourcen einsetzt. Und es ist einfach zu laut, wenn man zu Hause Schlagzeug spielt. Und ich tue, was ich kann. Und deswegen habe ich diese ganzen Percussion-Instrumente überhaupt gesammelt, die aus Lateinamerika zum Beispiel. Die schüttelt man so ein bisschen, das ist nicht ganz so laut. Aber hoffentlich ist das beim nächsten Album so, dass ich ein echtes Schlagzeug verwenden kann und mache den Sound noch, den Klang noch größer, mache mehr Kraft. Album vielleicht das Klopfen der Nachbarn mit drauf auf dem dritten Album dann. Das wäre ja auch ein interessantes Instrumentengeräusch, ja, was wir da noch das wäre natürlich auch möglich. Ja, exakt. So. Heute, ja, genau. Heute darfst du alles auspacken, Schlagzeug, was du möchtest. Bei uns, wir sind hier irgendwie im zweiten Untergeschoss. Nichts wird man hören, außer deinem Song Fever, Fever, den gibt es in einer Stunde. Gismo Danke Varias. Für den Besuch. Oh, thank you so much. Thank Vielen you. Lieben Dank. Thanks. Für seine Musik spielt er fast alle Instrumente immer selbst ein. Das ist auch bei seinem zweiten aktuellen Album so in diesem Monat erst rausgekommen, aber schon in den deutschen Charts unterwegs. Gismo Varias ist heute Morgen bei uns, gerade auf vielen europäischen Festivals unterwegs und heute Morgen im ARD Morgenmagazin. Gismo Varias. Ob in Marrakesch oder Barcelona, die Ideen für seine Songs holt er sich in aller Welt. Gismo Varias wächst auf in Spanien und England. Erst will er Dokumentarfilmer werden, doch die Liebe zur Musik ist größer. Gerade ist sein zweites Album erschienen, Dreaming of Better Days. Darauf ein Song wie Losing You über das Disco-Attentat in Orlando 2016. Vielleicht liegt es an seinem Wohnort London mit eher grauem Wetter, dass Gismo Varias mit Vorliebe nachdenkliche Songs schreibt, die aber klingen wie Sommer. Klingen nicht nur wie Sommer, sehen auch noch bunt aus. Gismo, lass uns kurz über dein Albumcover reden. Das hat, glaube ich, ein Freund von dir kreiert. Ne? Was können wir da sehen? Yeah, that's right. So das stimmt, das war ein Freund von mir. Und er ist ein Herr Linden, ein spanischer Künstler, der lebt aber auch in London. Und ich finde das ganz toll, wie er die Farben hier verwendet. Das ist alles so lebendig und da sind so viele Bilder, die in diesen kleinen Geschichten hier vorkommen. Da passiert ganz viel, das Detail hier, unglaublich. Wessen Kopf sehen wir? Ich glaube, das ist wohl meiner. Okay. Also es geht natürlich um das Träumen von besseren Tagen und das sind die Sachen, die ich mir so vorstelle. Das sind auch verschiedene Darstellungen der Songs auf dem Album. Also Fever, Fever, was davon im Kopf vorgegangen ist, als er den Song, den wir jetzt hören, kreiert hat, das wissen wir nicht genau, aber wir werden es im Cover noch rausfinden. Fever, Fever jetzt live bei uns im ARD Morgenmagazin. Beside us, and oh, I'm rising up like
for a miracle, miracle rising up like a fever, 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 fever. And the heat is getting critical, critical rising up like a fever, 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 fever. Fieber, Fieber. Schöner Titel auch für die aktuellen Temperaturen draußen. Ganz viel unterwegs jetzt bei Festivals. Ich wünsche euch einen schönen Sommer und danke für den Besuch heute bei uns. Thank you so much. Vielen lieben Dank für die Einladung.